Ahlan wa sahlan, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Anushka Loves Egypt. Heute nehme ich euch so mit, was wir so machen. Morgen Luca. Und Luca geht bald nach Ägypten. Ich gehe nicht mit, ich bin krank. Und später erzähle ich euch, was ich habe. Ist nicht so schlimm. Aber Luca ist natürlich traurig, dass ich nicht mitgehe. Ich bin im Garten. Ich gehe immer morgens gerne in den Garten, weil da ist alles ruhig. Viele schlafen noch. Man hört eigentlich nur die Vögel. Luca macht gerade Tee, und zwar Helba Pilhalib. Das ist Boxhorn-Klee mit Milch. Und da macht man noch Honig rein, weil Boxhorn-Klee schmeckt sehr bitter und Helba heißt eigentlich bitter. Ich sage immer Helba, weil das viel kürzer ist als Boxhorn-Klee. Das ist sehr gesund. In Ägypten wird es gerne morgens getrunken. Das gibt man auch gerne den Kindern. Schmeckt sehr gut. Und ich erzähle euch, warum ich nicht nach Ägypten gehe. Wie gesagt, ich bin krank. Ich erzähle euch erstmal die Symptome. Und zwar habe ich Schlafstörungen. Ich schlafe so 3 bis 5 Stunden in der Nacht und dann wache ich halt auf, weil ich eigentlich fit bin. Also ich fühle mich fit und gar nicht müde und komme dann gar nicht mehr in Schlaf. Und tagsüber bin ich eigentlich soweit auch fit, außer abends werde ich halt so gegen 4 Uhr müde. Bin ich auch manchmal eingeschlafen, aber das mache ich nicht mehr, weil ich schreck dann manchmal auf und dann ist mein Kreislauf ganz weit unten und durch diesen Schreck, dann ist mir dann übel und dann klopft mein Herz ganz schnell und deswegen habe ich mir das abgewöhnt und nachts habe ich das zum Glück nicht, nur tagsüber. Und ja, wenn man halt nachts aufwacht, kommt man auf blöde, negative Gedanken und bekommt dann auch eine depressive Verstimmung. Und ich denke, das ist halt auch durch Dinge, die man in der Vergangenheit nicht so verarbeitet hat. Also jetzt zum Beispiel, wenn jemand in der Familie gestorben ist und man das nicht verarbeitet hat. Und das war halt bei mir auch so, dass Leute in vergangener Zeit gestorben sind, auch an Krebs. Also bei uns ist eigentlich jeder, der Krebs hatte, auch daran gestorben. Niemand wurde geheilt und das belastet halt und auch die Corona-Pandemie belastet. Und in der Arbeit ist auch immer viel zu tun. Man kommt nicht zur Ruhe und es verursacht eine depressive Verstimmung. Bei mir ist es halt so, dass ich nicht nur depressiv bin, sondern das dreht sich bei mir um, dass ich dann wieder voll gut gelaunt bin, ziemlich euphorisch und fast so, als hätte ich, also wäre ich angetrunken oder betrunken oder hätte Drogen genommen, obwohl ich nichts genommen habe. Das ist bei mir so. Und klar, das strengt einem dann halt auch an, wenn man wenig schläft. Und ich habe halt auch gemerkt, dass die Hitze mir gerade sehr viel auch ausgemacht hat und in Ägypten ist es sehr heiß und ich denke einfach, das ist zu viel Stress für mich und einfach zu viel. Also selbst der letzte Urlaub, der war ziemlich stressig für mich und da hat es eigentlich auch angefangen mit den ganzen Symptomen. Und diese Krankheit heißt Zyklom. Okay, muss ich nochmal nachdenken. Also es hat was mit Zyklus zu tun. Zyklomatie, genau so heißt es. Es gibt noch eine bipolare Störung, das habe ich nicht. Das ist sowas Abgeschwächtes, die Zyklomatie. Bin ich sehr froh, dass es nicht sowas Schlimmes ist. Und ich habe jetzt Baldrian, soll ich nehmen. Da ist es ein bisschen besser, schlafe ich eine Stunde länger, manchmal wache ich auf, manchmal nicht. Also das bessert sich und das soll ich jetzt ausprobieren und dann halt gucken, ob die anderen Symptome besser werden.
Aber macht euch keine Sorgen, das wird schon. Und wenn es nicht besser wird, gehe ich natürlich auch wieder zum Arzt. Was ich noch vergessen habe zu sagen, eine Zyklomatie, das geht eigentlich länger, also nicht nur ein Vierteljahr oder so. Das muss immer wieder wiederkehren, sonst kann man das nicht diagnostizieren. Und also ich hatte das auch in der Jugend, da war das ganz normal. Und auch im jungen Erwachsenenalter, das kommt halt immer wieder, diese Phasen. Und wenn halt die äußeren Einflüsse oder wenn man irgendwie was erlebt hat, was einem psychisch belastet, dann fühlt man das halt stärker. Das ist jetzt selber Bilhalib. Schmeckt gut, gesund. Ja, ist lecker. Chibo haben wir einen Cappuccino getrunken und danach sind wir ins Bräuninger gegangen. Beim Bräuninger haben wir auch ein paar Sachen gekauft und hier probiere ich gerade zwei Hosen an. Man muss ja da auch in die Hocke gehen, um zu gucken, ob die Hose auch elastisch und bequem genug ist. Anita, ja, das ist mein Kollege. Ja, trink mal. Das ist Herr Tag. Ja, trink. Prost. In Stuttgart war auch das Weinfest und da haben wir einen gefrorenen Wein getrunken, also einen frozen Weißwein, der heißt Granita, das war super lecker. Zuerst hat man da nichts gemerkt vom Alkohol, aber wo wir dann leer getrunken haben, dann schon. Anschließend haben wir uns noch eine Pizza mit Schinken gegönnt und danach gab es dann noch einen Kaffee. Die Nilgänse haben Durst. Eine ganze, der andere Seite hat die Nilgänse. Ja. Und hier sind die Nilgänse, die Gras fressen. Das ist der Stuttgarter Hauptbahnhof. Der ist ja von S21 betroffen. Du bist da, da hier, das ist die... Ja, der Turm soll hier erhalten bleiben und es wird vieles neu. Da vorne ist die Baustelle. Aber von diesem Krankenwagen. Hinter den Bäumen ist die ganze Baustelle von Stuttgart 21. So sah es im Prinzip vorher aus. Was ich auch sehr interessant finde, so Luftaufnahmen musste man früher mit dem Flugzeug machen. Und heute geht es mit der Drohne. So sieht es jetzt aus. Und wird noch weiter gebaut. Und hinterm Zaun ist die Baustelle. Das weiße große da ist mit einer Folie abgedeckt. Das sind später die Fenster. Da kann man runter gucken zum Bahnhof, kommt dann Licht rein. Und wenn ich es richtig gesehen habe, das schwarze, da kommt dann Wiese drüber, kann man dann drüber laufen und dann runter auf den Bahnhof gucken. Da ist der Hauptbahnhof und daneben an ist ein Biergarten, der ist gut. Da gehen wir ab und zu hin, aber nicht heute. Und jetzt sind wir im mittleren Schlossgarten und spazieren ein bisschen. Bisschen Bewegung, das tut gut. Der Baum sieht doch cool aus.
Der ist wohl irgendwie abgebrochen und dann wurde er zersägt, dass er keine Gefahr mehr darstellt. Jetzt sieht das aus wie so eine Skulptur. Viele Gänse. Das sind natürliche Rasenmäher. Wir sind jetzt von Stuttgart zurück und jetzt bei den Hühnern und versorgen unsere Hühner. Das sind Hühner von diesem Jahr geschlüpft. Ach, das vordere ist gar nicht von diesem Jahr, das ist ein älteres. Das sieht man am Ring. Die von diesem Jahr haben gelbe Ringe. Und das andere, das hat Eier ausgebrütet. Wir sind ein bisschen früh da, müssen jetzt warten, bis die Hühner reingehen. Wir warten immer, bis sie das freiwillig machen, weil das ist dann leichter. Das hier ist ein Hahn. Jetzt werden wir noch was essen und uns ausruhen und dann schlafen gehen. Und morgen gehen wir wahrscheinlich an einen See, ich denke mal an die Erzgrube, und gehen schwimmen, mal schauen. Ich habe geduscht, deswegen sind meine Haare nass. Das mit dem See werde ich im nächsten Video filmen. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Und hoffe, dass ihr beim nächsten Video auch dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann gerne abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Salam.